Heiko Schafazi, Kapitän der DBB Herren 2012. 8 Spiele, 8 Siege, eine beeindruckende Bilanz. War es wirklich so dominant, wie sich die 8 Siege jetzt erstmal anhören? Ja, ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass wir in dieser Gruppe relativ dominant waren. Vor allem, wenn man sich die anderen Gruppen anschaut, wo eigentlich jeder Favorit so ein bisschen gestruggelt hat gegen kleinere Teams. Und das haben wir nicht gemacht. Ich fand, wir haben vom ersten Tag in Kienbaum im Trainingslager bis zum letzten Tag heute und auch bis zum letzten Training alles gegeben, was wir hatten. Der Trainer hat sehr viel von uns verlangt und wir haben auch sehr viel zurückgegeben. Und ich glaube, wir sind am Ende für unsere harte Arbeit belohnt worden. Ja, ich glaube, als ich Auslosung gesehen habe, habe ich schon gedacht, da sind einige Mannschaften, die nicht schlecht sind. Wie immer muss man immer gucken, wer spielt und was für Spieler am Ende mit in der Mannschaft dabei sind. Also ich glaube, da sind einige Mannschaften, die auch noch stärkere Spieler haben. Aber ich glaube schon, nachdem ich unsere Vorbereitungsspiele gesehen habe, war ich schon sehr zuversichtlich und bin schon mit viel Selbstvertrauen auch in diesen Sommer dann gegangen und diese letzten wichtigen 8 Spiele. Und habe schon gedacht, dass wir eigentlich diese Gruppe auf jeden Fall dominieren müssen und auch gewinnen müssen. Du hast am Anfang viel darüber gesprochen, dass du eine Führungspersönlichkeit bist und gerade die jungen Spieler führen musst. Wie zufrieden bist du mit den jungen Spielern jetzt nach diesem Sommer? Ja, super. Ich meine, alle haben mit unglaublicher Hingabe gearbeitet, alle haben verstanden, worum es geht und alle haben sich diesem Projekt wirklich hundertprozentig verschrieben. Da war nicht ein Problem dabei, da war nicht einer dabei, der irgendwie quergeschossen ist oder sowas. Und muss ich sagen, wirklich Hut ab vor den Jungs, was sie hier geleistet haben und was sie auch mit welchem Fokus sie vor allen Dingen gearbeitet haben. Wie zufrieden bin ich mit meinen jungen Kollegen? So jung sind die alle gar nicht mehr. Die sind alle 23, 24 ungefähr. Das sind Männer mittlerweile. Und die haben jetzt, als Mann musst du irgendwann Verantwortung übernehmen. Und in diese Situation wurden sie jetzt gebracht, diesen Sommer. Du hast ja jetzt schon beim DBB einige Sommer erlebt. Die meisten gingen leider mit einer Niederlage zu Ende, mit eben dem Ausscheiden bei einer Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft. Jetzt geht es mehr oder weniger zum ersten Mal mit einem Sieg nach Hause. Was bedeutet das für dich und was bedeutet das auch für die nächste Saison? Ja, das ist natürlich eine super schöne Sache. Also sonst ist es immer sehr traurig, wenn so ein Sommer zu Ende geht, wenn man auch meistens nicht damit rechnet. Also wenn man im Viertelfinale steht, dann will man ins Finale und will irgendwas gewinnen. Und wenn man dann nur als Beispiel im Viertelfinale ausscheide, ist natürlich das immer eine sehr traurige Sache, wenn man noch nicht geplant hat, am nächsten Tag nach Hause zu fahren, sondern vielleicht erst in 3, 4 Tagen. Und heute ist natürlich eine ganz besondere Sache. Einfach mit diesem Sieg und mit 8 Siegen in Folge oder also wenn man die Vorbereitungsspiele mitzählt, sind es noch einige mehr. Aber ist schon schön auf jeden Fall, so einen Abschluss zu haben, so einen Sieg auch im Abschluss zu feiern. Und ich muss sagen, in Deutschland viel Spaß gemacht zu spielen. Die Hallen haben uns gut aufgenommen, gut empfangen und war ein super Sommer. Was es bringt für die nächste Saison, weiß ich nicht, kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich habe auf jeden Fall, ich bin in exzellenter physischer Verfassung, ich habe viel Selbstvertrauen. Es ist super, einfach mal einen Sommer zu gewinnen. Also das kann ich dir gar nicht sagen, weil davor haben wir mehr oder weniger Zwischenrunde ausgeschieden, Vorrunde ausgeschieden, Zwischenrunde ausgeschieden, war alles sehr unbefriedigend. Auch wenn vielleicht die persönlichen Leistungen hier und da gestimmt haben. So, das fand ich alles immer sehr unbefriedigend. Und jetzt gewonnen, super. Ich freue mich. Ich finde das absolut Weltklasse. Apropos Weltklasse, was ist das Erste, was du mit Slowenien 2013 assoziierst? Die Europameisterschaft im Basketball. Und mit der Veranstaltung dort, was assoziierst du da? So, okay. Was ist das Erste? Basketball spielen? Ich habe keine Ahnung. So eine EM ist ja, du bist in der Halle, dann schläfst du, dann isst du, dann bist du in der Halle, dann schläfst du, dann isst du, dann bist du in der Halle, dann schläfst du, dann isst du. Dann bist du in der Halle und dann schläfst du und dann isst du. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie auf irgendwas Besonderes freue, außer natürlich auf Basketball spielen. Wow, so weit habe ich noch gar nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, Europameisterschaft war das Ziel, das haben wir jetzt geschafft oder auch schon vor einer Woche geschafft, aber ja, das Wichtigste ist, dass die Jungs sich weiterentwickeln, dass gerade in den Vereinen gut gearbeitet wird, dass die Jungs Spielzeiten bekommen, Verantwortung übernehmen und dann im nächsten Sommer noch gestärkt wieder zur Nationalmannschaft kommen und wir als Mannschaft uns auch so weiterentwickeln können, dass wir dann auch vielleicht gegen die großen Mannschaften gewinnen können. Und ich glaube, es ist alles möglich. Ich glaube, wir haben gute Chancen mit dieser Mannschaft, wenn alle hart arbeiten und alle weiter an einem Strang ziehen, auch was zu erreichen, auch mal vielleicht was zu erreichen, was keiner erwartet. Und das muss das Ziel sein.